Yo, Freunde des Fußballs, willkommen zurück beim Soraya Bear. Hier dreht sich alles um Soraya. Aktuell redet ja jeder über die MLS-Karten, wenn es darum geht, günstig Spieler einzukaufen, die man einsetzen will oder vielleicht für Trade-Gewinne. Es gibt aber tatsächlich noch eine andere Liga, die super interessant ist, gerade in Bezug auf Trade-Gewinne, und um die geht's heute. Denn ich will euch zeigen, wie man wirklich sehr große Trade-Gewinne machen kann, wenn man aktuell zum richtigen Zeitpunkt einkauft. Wenn euch das interessiert, dann bleibt also unbedingt dran. Und wenn du ganz neu in Soraya bist, dann check mal den ersten Link in der Videobeschreibung. Da gibt's eine gratis Limited-Karte, wenn du 5 Karten über die Option ersteigerst. Für die Leute, die mich schon etwas länger verfolgen, dürfte es eigentlich kein Geheimnis sein, dass es um die russische Liga geht, denn ich bin wirklich großer Sympathisant, was die Liga angeht, in Soraya. Und erstmal vorneweg, es soll darum gehen, wie man mit der Liga große Trade-Gewinne machen kann, aber auch für Leute, die die Karten wirklich benutzen wollen, um zu spielen, könnte es sehr interessant sein, denn wie ihr hier seht, mein Quincy Promise hat 10,5% extra Bonus, das ist schon sehr viel. Das liegt daran, dass aufgrund des Ukraine-Kriegs keine neuen Karten gelauncht werden und die alten somit immer noch die New Season Bonus, also die 5% extra Bonus dabei haben und die Karten so also ziemlich stacked sind. Es gibt auch Karten, die 13% oder sogar noch mehr haben, und gerade was ein Threshold-Team angeht, sind das extrem viele Punkte, die ihr da rausholen könnt mit den Karten, denn sie sind wirklich nicht ganz so teuer. Und die Liga geht jetzt eben in die Winterpause und nach fallen jetzt die Preise und ziehen dann erfahrungsgemäß im Januar bzw. eher Februar, wenn die Liga wieder startet, extrem an. Ich habe ein, zwei Spieler vorbereitet, bei denen man den Trend wirklich ganz gut erkennen kann. Ich habe jetzt in dem Beispiel Rare genommen, weil es die Rare-Karten einfach schon länger gibt und man vielleicht so ein bisschen diesen Trend erkennen kann, dass die Karten fallen, aber eigentlich auch wirklich jedes Jahr wieder angezogen sind. Das erste Beispiel ist Ikor Akinfeev. Heute handeln oder eignen sich eigentlich wirklich sehr gut für diese Methode generell, denn ich würde nicht einfach blind jeden russischen Spieler kaufen, sondern wirklich die Leistungsträger aus dem Team, wo auch wirklich Nachfrage besteht, und halt die Torhüter, was ja mehr oder weniger Leistungsträger sind, weil die sind halt immer gesetzt. Ikor Akinfeev ist zwar 36 Jahre alt, aber einer der besten Torhüter in der Liga. Das weiß jeder, der sich mit der Liga auseinandersetzt, und das wissen dann dementsprechend auch die Leute, die sich die Karte nachkaufen wollen. Und wir gehen jetzt einfach mal in Soraya Data auf All. Wenn ihr die Premium-Variante habt, könnt ihr das machen. Wenn nicht, könnt ihr hier auch einfach drauf drücken und euch die Zeitspanne eintragen. Das ist so Trick 17. Irgendwie hat Soraya Data das immer noch nicht gefixt, oder vielleicht wollen sie es auch gar nicht. Aber wenn ihr hier das Datum eintragt, könnt ihr quasi nach hinten verschieben. Ihr seht zwar nicht, wenn ihr drüber habert auf die Punkte, für wie viel die einzelne Karte weg ist, aber ihr seht ja trotzdem das Diagramm und könnt den Trend erkennen. Ich nehme jetzt einfach mal Euro in dem Beispiel. Im Prinzip ist es egal, ob man hier Ethereum oder Euro nimmt. Man ist eigentlich in beiden Fällen im Plus, weil es schon ordentlich nach oben angezogen ist. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar muss ich gerade mal gucken, wo ist denn, hier ist September und hier ist November. Im November ist es so, dass die Liga in die Pause geht. Die russische Liga ist ja nicht ganz so groß. Ich glaube, es sind 14 Teams. Das heißt, es gibt nur 13 Spieltage. Und in Russland ist der Winter ja auch ziemlich hart meistens, auch mit viel Schnee und sehr kalt. Deswegen ist die Winterpause halt extrem lang und deswegen verkaufen in der Winterpause halt auch sehr viele Leute ihre Karten recht schnell und nehmen da auch den Preisdrop entgegen, weil sie halt einfach weiterspielen wollen. Habe ich damals, als ich angefangen habe mit Soraya, auch gemerkt. Damals habe ich mit einem Spartak Moskau Rare Stack oder Half Stack angefangen und habe gemerkt, dass die Karten plötzlich nur noch halb so viel wert waren. Habe Panik bekommen und habe sie dummerweise auch selber verkauft, anstatt sie einfach zu halten und dann vielleicht sogar im Hype zu verkaufen. Es ist ja generell nichts Neues, dass in einer Liga, wenn eine Pause kommt, dass die Karten fallen und dann eben, wie gesagt, hier November, Dezember so ist der Tiefpunkt erreicht und dann geht es langsam nach oben und genau Ende Februar, wenn die Liga so angefangen hat, wenn die Liga einen Spieltag hinter sich hat, vielleicht sogar zwei Spieltage, dann ist meistens der absolute Peak erreicht. Dann sollte man verkaufen, wenn man Trade-Gewinn machen will. Ihr seht ja hier auch schon, die Karten gab es zum Tiefpunkt zu der jeweiligen Saison hier im Dezember 2021 für 545 zum Beispiel von Akinfeev jetzt. Und der teuerste wurde hier für 1112 Euro verkauft. Das heißt, wir haben hier über 500 Euro Trade-Gewinn. Einfach mal, weil wir die Karte günstig eingekauft haben, zwei Monate lang gehalten haben und dann im richtigen Moment verkauft haben. Und das geht mit dieser Liga halt wirklich super, weil die Leute extreme Angst haben, da zwei, drei Monate lang nicht spielen zu können. FOMO ist ja an sich so ein riesen Ding in Soraya. Die Leute haben so viel Angst, mal einen Monat lang Pause einzulegen. Das wird man wahrscheinlich auch nochmal bei der WM sehen, wenn die Leute dann realisieren, hey, es spielt ja kaum eine Liga, ich muss jetzt doch nochmal Karten kaufen. Das ist aber nur Spekulation. In der russischen Liga ist es eher Tatsache. Weil ihr seht, es ist bei 21 passiert, es passiert gerade langsam auch bei 22 und bei 20 war Soraya halt noch nicht ganz so groß, da kann man es vielleicht auch gar nicht so gut erkennen. Aber auch hier ist es ja, man sieht hier November und im März sind die Karten nochmal angestiegen, wobei das März 2021 auch ein bisschen verfälscht ist, weil das halt die absolute Halbzeit von Soraya war. Da sind mit Abstand die meisten Spieler dazugekommen
Deswegen kann man hier den Graph vielleicht nicht für voll nehmen, aber eben dieses Jahr, also 2 Dezember, November 2021 und auch Dezember, November 2022, wird der Dip wieder kommen. Ihr seht ja, die Karten fallen schon extrem. Die werden wahrscheinlich wieder so auf 470, 450 Euro circa bei Akinfeev, würde ich jetzt mal sagen, droppen. Und dann steigen sie hier auch wieder an. Ich würde sagen, nicht mehr ganz so extrem wie letztes Jahr, weil wir ja auch gerade so ein bisschen in der Krise sind. Wir sind im Bärenmarkt in Ethereum und die Leute wollen nicht mehr ganz so viel Geld reinhebeln. Aber es wird auf jeden Fall einen Trade-Gewinn geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Leistungsträger von Zenit St. Petersburg eignen sich natürlich auch super dafür. Die sind nur, wie ihr hier im Graph seht, komplett durch die Decke gegangen die letzten 2 Monate. Das liegt daran, dass sie halt krasse Scores haben zum einen. Und zum anderen ist den Leuten, den guten Spielern in Soraya, die wirklich viel Geld in die Hand nehmen, natürlich auch aufgefallen, dass die Karten extrem viel Bonus haben. Das, was ich vorhin angesprochen habe. Und wenn man dann einen Wendell hat, der im Schnitt in den letzten 15 Spielen 76 Punkte gemacht hat, den vielleicht als Kapitän macht, mit einer Karte, die eh schon 15% Bonus hat, dann habt ihr 35% Bonus. Und das kann halt gerade im Top-Tier-Bereich, wenn man wirklich um die besten Karten spielen will, eine Menge ausmachen. Deswegen sind die Zenit-Karten halt extrem gestiegen, gerade die Leistungsträger wie Wendell oder Malcolm. Aber auch hier ist wieder der Trend zu erkennen, die Karten fallen langsam wieder, werden auch im November auf jeden Fall fallen und dann kann man sie wieder einkaufen und teurer im Februar verkaufen. Bei den Karten ist halt nur die Frage, inwieweit das Sinn macht, weil sie wirklich schon sehr teuer sind. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Budget dafür haben, aber die Leute, die ein größeres Budget haben, können natürlich auch die Leistungsträger von Zenit holen, weil je besser die Karten sind und je teurer die Karten sind, desto größer ist natürlich auch irgendwo der Trade-Gewinn, den man machen kann, weil da halt auch dann, wenn die Liga wieder ein bisschen in den High kommt, die größere Nachfrage besteht. Ein Beispiel machen wir noch, wir haben noch Anton Schunin, aber ihr seht schon, der Trend, der zieht sich eigentlich durch jede Karte durch, die es schon etwas länger in Soraya gibt, weil nicht alle Karten der russischen Liga gibt es schon so lange, aber ich habe jetzt halt Beispiele genommen, die schon eben 2-3 Jahre mit in Soraya verpartnert sind, sodass man eben diese Kurven, diese Perioden gut sehen kann. Und auch bei ihm ist es hier so, man sieht, hier geht es langsam runter, das ist zwar wieder 2021, ja, aber hier ist wieder, geht wieder tief und im Februar ist der Peak erreicht, Februar, März, hier im Jahre 2021 ist das gleiche, November geht es runter, Dezember ist wahrscheinlich so der Tiefpunkt und Februar geht es dann nach oben. Aber ich muss euch gleich noch sagen, dieses Jahr ist es ein kleines bisschen anders in der russischen Liga. Das heißt, die Karten werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger etwas wert sein und fallen dann erst später krasser ab. Aber man kann sich schon jetzt langsam die Karten eben scouten. Ich wollte früh genug für euch da sein. Ihr seht ja, der Preisfall hat auch schon begonnen und das ist eigentlich bei allen so. Aber es wird sich halt, glaube ich, noch ein bisschen länger ziehen, weil die Liga dann halt auch wegen der WM später starten wird. Aber das zeige ich euch jetzt gleich. So, die Liga endet nämlich dieses Jahr am 13.11. mit dem 17. Spieltag. Der 17. Spieltag ist quasi der erste Spieltag der Rückrunde. Ich weiß nicht, wieso sie den noch drangehängt haben. Ich denke mal einfach wegen der WM, weil die Pause eben länger ist. Ihr seht schon, dieses Jahr beginnt es am 4.3. Das dürfte, glaube ich, knapp 2 Wochen später als normal sein. Es müsste eigentlich immer so Mitte, Ende Februar beginnt die Rückrunde in Russland. Das heißt, hier gibt es länger die Pause und deswegen wird es wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern, bis eben dieser Hype entsteht und man sollte die Karten dann vermutlich so erfahrungsgemäß dann erst so Mitte März eben nach diesem Spieltag hier verkaufen. Da ist der Hype meistens am größten und da kann man dann eben die Trade-Gewinne ordentlich mitnehmen. Und das soll es dann auch mit dem Video gewesen sein. Freut mich mega, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Das würde mich und den Kanal mega supporten. Ich stecke hier immer viel Arbeit mit rein und ich glaube, mit dieser Liga habe ich euch jetzt auch wieder mal einen Tipp an die Hand gegeben, den nicht unbedingt jeder auf dem Schirm gehabt hat, denn die Liga ist, wie gesagt, nicht so groß im Hype, aber es entsteht trotzdem immer gleich so ein kleiner Wirbel, wenn die Liga wieder anfängt, in der man ordentlich Trade-Gewinn machen kann. Übrigens zum Thema NBA, da mich einige gefragt haben, ob ich da reingehen werde. Aktuell habe ich mir so die Auktionen ein bisschen angeschaut und meiner Meinung nach sind vor allem die Limited-Karten viel zu teuer momentan. Ich schätze mal, die werden noch ordentlich einbrechen. Deshalb halte ich mich da erstmal bedeckt und werde auch erstmal nur in Fußball bleiben. Ich habe ja auch eine Umfrage gemacht. Ungefähr die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte, wollte auch, dass der Kanal ein reiner Fußballkanal bleibt. Also werde ich, denke ich, auf jeden Fall erstmal so weiterverfahren. Jetzt am Ende hier habe ich noch mein letztes Video für dich verlinkt. Da geht es um Karten, die gerade ihr Comeback gefeiert haben, die noch relativ günstig sind und im Preis wahrscheinlich noch anziehen werden. Ist super interessant für einige Leute, die eben Trade-Gewinn machen wollen. Werde ich hier in der Endcard verlinken. Vielleicht sehen wir uns ja gleich wieder. Ciao, ciao.